Hallo ihr Lieben, wusstet ihr, dass der Prophet Mohammed sich ständig darum bemühte, die Menschen zum Islam einzuladen? Er brachte stichhaltige Beweise und Argumente und manchmal sogar bezeugte er durch Wunder die Authentizität seiner Botschaft und die Überlegenheit des Islams. Eines Tages kamen christliche Gelehrte aus Najran zum Propheten und diskutierten die Glaubwürdigkeit des Islams mit ihm. Trotz der vorgebrachten Beweise und Argumente vom Propheten lehnten sie es einfach ab, die Sahne zu erkennen. Schließlich sagte der damals christliche Führer zum Propheten: Wir akzeptieren deine Worte nicht. Wir möchten ein religiöses Duell mit dir führen, bekannt als Mubahila. Dabei versammeln wir uns an einem Ort, beten zu Gott und bitten ihn, den Lügner zu vernichten. Daraufhin wurde folgender Vers offenbart. Da es dem Propheten sehr wichtig war, die Überlegenheit seiner Familie und Nachkommenschaft klar zu verdeutlichen, wählte er Fatima Zahra, die erhabenste Frau aller Welten, ihre Söhne Imam Hassan und Imam Hussein, die edelsten Kinder aller Zeiten, und ihren liebevollen Ehemann Amir al-Mu'minin, die sogenannte Seele des Propheten, zu dieser Mubahila. Als die christlichen Führer allein nur die strahlende Präsenz und Würde der Ahlul Bayt sahen, zogen sie sich sofort zurück und erklärten: Wir werden keine Mubahila durchführen, denn vor uns sehen wir Gesichter, die, wenn sie es wünschen, Berge bewegten. Dieses Ereignis des Mubahila diente einmal mehr dazu, in der Geschichte zu verankern, dass der Prophet Mohammed, Fatima Zahra, Imam Ali und die Imame Imam Hassan und Hussein, Friede sei mit ihnen, die erhabensten und edelsten Menschen auf der Erde sind.